Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Es ist mal wieder Zeit für ein fast veganes Food Diary. Ihr seht in diesem Video, welche fast veganen Zubereitungen meine Jungs, die sind jetzt 15 und 11 Jahre alt, an drei aufeinanderfolgenden Tagen gegessen haben. Meine Jungs sind weder Veganer noch Vegetarier noch Rohköstler, aber ca. 95% ihrer Mahlzeiten, die sie hier bei mir essen, sind rein pflanzlich. Entweder vegan, frisch gekocht, ein bisschen vegetarisch zum Beispiel, wenn wir Eier von Freunden bekommen, oder eben auch rohköstlich. Und in diesem Video möchte ich euch einfach wieder ein paar andere Alternativen geben, pflanzliche Alternativen, was man Kindern einfach als Essen, als pflanzliche Nahrung zubereiten kann. Jetzt geht's erstmal los mit dem fast veganen Food Diary meiner Jungs. Das ist das Erste, was meine Kinder am Tag zu sich nehmen: Chlorella-Presslinge mit Wasser. Chlorella ist ja eine Mikroalge, also das sind jetzt keine Tabletten, also keine Medikamente, sondern das ist ein Lebensmittel in Form von Presslingen. Chlorella sind reich an Mineralstoffen, Spurenelementen, Vitaminen und Chlorophyll. Anschließend gibt es für meine Jungs True Fruits, für meinen Ältesten die pinkfarbene Variante mit Drachenfrucht und für meinen Jüngsten die gelbe Variante mit Mango. Wenn meine Jungs Hunger verspüren, bekommen sie nach den Chlorella-Presslingen und True Fruits Folgendes. Mein Jüngster Roggenknäckebrot mit Haselnussmus und mein Ältester bekommt erstmal was fruchtig Frisches, ein paar Maracujas. Für meinen Ältesten gibt es jetzt selbstgemachtes glutenfreies Saatenbrot mit einem veganen Kräuter-Knoblauchaufstrich. Für meinen jüngsten Sohn Silas gibt es jetzt eine große Portion Hafer-Schokomilch. Für Simon, meinen Ältesten, gibt es jetzt selbstgemachten rohveganen glutenfreien Apfelstrudel. Das Rezept verlinke ich euch unter diesem Video, beziehungsweise findet ihr den Link dazu im ersten angepinnten Kommentar. Für meinen Jüngsten gibt es jetzt eine Portion gefrorene Himbeeren. Er ist sie tatsächlich gefroren. Wenn ich sie auftauen lassen würde, schmecken sie ihm nicht mehr. Aber er isst gern im Sommer frische Himbeeren. Für Silas gibt es jetzt noch eine zweite Portion gefrorene Himbeeren. Das ist unsere Abendmahlzeit für heute. Ihr seht, es sind wieder drei verschiedene Mahlzeiten. Für meinen Jüngsten gibt es panierten Blumenkohl. Das ist ein Gericht, was ich auch selbst als Kind immer sehr gern gegessen habe. Dafür verwende ich einen großen Bio-Blumenkohl. Für die Panade Eier. Die Eier bekommen wir von einer lieben Freundin aus Privathaltung. Und Dinkelpaniermehl. Ein bisschen Salz ist noch dabei und das Ganze wird in Kokosöl angebraten. Für meinen Ältesten gibt es einen Gemüseeintopf aus Kartoffeln, Möhren, Lauch, ein bisschen Sellerie, ein bisschen Pastinake und Kräutern und dazu gibt es gebratenen Räuchertofu. Das ist meine Mahlzeit für heute, wieder etwas Gedämpftes, ganz im Sinne der schleimarmen Heilkost. Ich habe mir heute ein bisschen Kürbis gedämpft, ein bisschen Süßkartoffel und Lauch. Dazu gibt es Kresse und frisch gesammelte Wildkräuter. Das sind zum Beispiel Knoblauchsrauke, Hirtentäschel, Vogelmiere, Girsch und Gänseblümchen. Für meinen Ältesten gibt es jetzt noch eine Handvoll ungeschälte Cashewnüsse. Um die Mittagszeit gibt es zuerst wieder für meine Jungs Chlorella-Presslinge mit Wasser und danach frisch gepressten Orangensaft. Das sind die Chlorella-Algen von Lebenskraft pur, die meine Jungs regelmäßig nehmen. Also meine Jungs nehmen jetzt schon seit 3 Jahren jeden Morgen Chlorella oder Spirulina. Also Spirulina ist gerade aus, da haben wir noch keine gute Quelle. Ich hoffe, das ändert sich bald. Und diese Chlorella-Presslinge von Lebenskraft pur, die werden von der Algenfarm in Klötze bezogen. Die habe ich auch schon vor ein paar Jahren besucht. Das Video dazu verlinke ich euch oben in den Infokarten. Und ihr seht hier, in unserem Küchenregal stehen einige Gläser von Lebenskraft pur. Das ist mein absolutes Lieblingspulver. Seit 2,5 Jahren trinke ich regelmäßig
Grassaft, also Grassaftpulver mit Wasser. Hier sind auch Moringa-Presslinge. Das gebe ich meinem Ältesten auch ab und zu. Das sind ein bisschen größere Presslinge, aber das ist reines Moringa. Da ist nichts anderes dabei. Auch keine Hülle aus pflanzlicher Gelatine, sondern einfach nur der reine Pressling. Mein Jüngster kann so große Presslinge nicht schlucken. Für den gibt es dann eben hier die Chlorella-Presslinge. Schaut einfach mal bei Lebenskraft pur vorbei. Die haben ganz tolle grüne Pulver. Auch hier ein Wildkräuterpulver für all diejenigen, die sich noch nicht so an das Wildkräutersammeln herantrauen. Oder hier die sieben Kräuter. Das sind bittere Pulver. Gerade wenn man so ein bisschen Verdauungsbeschwerden hat, können die sehr gut helfen. Hier gibt es noch den grünen Saftkomplex. Der ist ein bisschen milder als der Grassaftkomplex. Da ist auch noch ein bisschen Alfalfa, Hafer und Weizengrassaft dabei. Also das bekommen meine Jungs auch manchmal. Also eine kleine Portion grüner Saftkomplex. Und das habe ich hier auch schon in einigen Videos empfohlen oder erwähnt. Silizium Plus aus Brennnessel, Ackerschachtelhalm und Bambus kann ich auch sehr empfehlen. Ich setze euch den Link zu Lebenskraft pur unter dieses Video, beziehungsweise findet ihr den Link im ersten angepinnten Kommentar. Für Simon gibt es als nächstes wieder selbstgebackenes glutenfreies Brot. Wieder mit dem Kräuter-Knoblauchaufstrich und diesmal noch mit einem rohköstlichen Bärlauch-Cranberry-Pesto, was es übrigens bei Jurassic Fruit gibt. Simon hat es jetzt so gut geschmeckt und da gibt es noch einen Nachschlag. Nochmal Brot mit Aufstrich und Pesto. Für meinen Jüngsten gibt es jetzt ein Dinkelbrötchen. Bei uns im Viertel gibt es eine Naturbackstube, die backen nur mit Dinkelmehl. Und das ist eines der Lieblingsbrötchen, die wir da gern für Silas kaufen. Und weil es dem Silas so gut geschmeckt hat, gibt es gleich nochmal ein Dinkelbrötchen. Was findest du so besonders dran? Die sind schön weich, oder? Ja, und es schmeckt lecker. Wir waren jetzt eine kleine Runde in unserem Viertel spazieren, haben die Sonne genossen und Silas hat sein Geburtstagsgeschenk getestet. Was ist das? Das neue Mi Band 4. Da hat Silas auf seinem YouTube-Kanal auch schon ein, was sagst du, ein Unboxing-Video Ja. gemacht. Das verlinkt man gleich oben mal in den Infokarten. Und was trinkst du jetzt? Eine Schokomilch. Das ist eine Hafer-Schokomilch. Für meinen Ältesten gibt es noch etwas Gemüse, ein Topf von gestern. Für meinen Jüngsten gibt es noch etwas panierten Blumenkohl von gestern. Das ist die Abendmahlzeit meiner Jungs. Ihr seht, es gibt wieder zwei verschiedene Essen. Für meinen Ältesten gibt es diese Gemüse-Kidneybohnenpfanne. Wir haben zuerst Räuchertofu angebraten. Also Simon hat den Räuchertofu angebraten, den haben wir dann aus der Pfanne wieder rausgenommen. Und dann haben wir diese Gemüsepfanne mit Kidneybohnen zubereitet aus Zwiebeln, Knoblauch, Möhre, Lauch, roter Paprika, Tomatensoße, Kidneybohnen, Salz und Cayennepfeffer und natürlich dann die Tofuwürfel dazu. Für meinen Jüngsten gibt es rote Beete-Suppe aus Zwiebel, Knoblauch, Kartoffel und rote Beete. Und dazu gibt es etwas geröstete Brötchenwürfel. Das ist, glaube ich, ein Roggenkartoffelbrötchen gewesen. Als erstes am Tag gibt es wieder für die Jungs Chlorella-Presslinge mit Wasser. Für meinen Jüngsten einen frisch gepressten Orangensaft. Und für meinen Ältesten Heidelbeeren, Birnen und Orangenstücke. Für meinen Jüngsten gibt es jetzt Dinkelflakes mit Hafer-Schokomilch. Hier sind noch ein paar fast vertrocknete Hagebutten. Simon, kann man die noch ein bisschen essen? Nee. Nicht mehr so richtig, nur noch so ganz wenig, ne? So die Spitze, wo noch so ein bisschen Hagebuttenmark drin ist. Naja, Simon hat jetzt mal noch ein paar Hagebutten probiert. Und so ein bisschen Hagebuttenmark konntest du noch, hast du noch gefunden, ne? Also wirklich minimal. Aber das nehme ich mal jetzt so fürs Food Diary mit auf. Für meinen Ältesten gibt es jetzt eine halbe Gurke, Paprikastücke und Macadamianüsse. Mein Jüngster möchte jetzt ein Glas Apfelmark mit Banane essen. Der Unterschied zwischen Apfelmark und Apfelmus besteht darin, dass dem Apfelmus noch Zucker hinzugesetzt wurde, also Industriezucker. Mein ältester Sohn hat jetzt gesehen, dass sein jüngerer Bruder Apfelmark mit Banane isst und hat er sich auch gleich eine Portion Apfelmark gewünscht, allerdings puren
Apfelmark ohne irgendeinen Fruchtzusatz und ich habe ihm noch ein bisschen Zimt darüber gestreut. Zeit für die Abendmahlzeit. Für meine Jungs gibt es heute Wildreis. Und für meinen Ältesten gibt es dazu noch grüne Bohnen, die sind mit Zwiebeln und Knoblauch angebraten. Und für mich gibt es das frische Kokosnusswasser zweier Trinkkokosnüsse. Ich kann nicht garantieren, dass ich wirklich alles, was meine Jungs an diesen 3 Tagen gegessen habe, auch wirklich filmen konnte. Wir haben in der Küche ein großes Vorratsregal und meinen Ältesten ertappe ich des Öfteren vor diesem Regal stehen und in diverse Gläser greifen. Auch mein Jüngster hat da so einige Vorlieben und deswegen kann ich das nicht immer garantieren, ob ich immer alles so vor die Linse bekommen habe. Ich gebe euch noch einen kurzen Einblick, was meine Jungs gegessen haben könnten. Hier auf unserem Küchenregal stehen verschiedene Vorräte, vor allem Nüsse und Trockenfrüchte, aber auch selbstgemachte Snacks. Hier gibt es zum Beispiel ein Glas mit getrockneten Bananenstücken oder hier ein Glas mit einem würzigen Snack, der vor allem aus jungem Kokosnussfleisch besteht, welches über Nacht mariniert und dann getrocknet, also gedörrt wird. Dazu habe ich auch kürzlich ein Rezept veröffentlicht, das verlinke ich oben in den Infokarten. Und das ist zum Beispiel ein Snack, den mein ältester Sohn sehr gern isst und ich sehe immer wieder, wie er hier vor dem Regal steht, nach oben schaut und sich vor allem dieses Glas für zwischendurch greift und dann sich eine Handvoll von diesem herzhaften Snack nimmt. Oder hier, das ist zum Beispiel der Cashew-Kakao-Knuspermix von Lebenskraft pur, besteht einfach nur aus Cashewnüssen, Kakaonips, ich glaube noch Kokosblütensirup und etwas Meersalz. Das habe ich hier in ein Glas abgefüllt. Davon naschen meine Jungs, vor allem mein Ältester, weil er eben auch hoch ins Regal greifen kann. Davon naschen meine Jungs eben auch zwischendurch, was ich dann auch nicht immer auf dem Schirm habe, beziehungsweise nicht immer mit der Kamera hinterher bin. Weiter unten im Regal steht zum Beispiel hier auch ein Glas mit selbstgemachter Karobschokolade und Himbeerstücken. Das ist zum Beispiel auch die selbstgemachte Lieblingsschokolade von meinem Ältesten. Da nascht er auch ab und zu. Oder hier in dem Glas befinden sich noch so ein paar unserer Snickers-Alternative. Dazu habe ich auch kürzlich ein Video hochgeladen. Das verlinke ich oben in den Infokarten. Ihr werdet es nicht glauben, das ist aktuell der Lieblingssnack meines Jüngsten für zwischendurch. Ich weiß nicht, ob es jemand erahnen kann, was das ist. Das ist einfach nur Dinkel-Paniermehl. Also wir haben vor allem, wenn es Blumenkohl gibt, immer mal Dinkelmehl zu Hause, also Dinkel-Paniermehl. Ihr habt ja schon in dem Food Diary gesehen, dass ich meinem Jüngsten panierten Blumenkohl zubereitet habe. Und er isst auch unheimlich gern zwischendurch Dinkel-Paniermehl. Und wenn das alle ist, dann fragt er immer nach, ob wir endlich mal wieder Dinkel-Paniermehl kaufen können. Also so ein Glas nimmt er sich dann auch zwischendurch und löffelt ein paar Löffel Dinkel-Paniermehl. Das war's wieder von mir, von uns, ein fast veganes Food Diary. Mich interessieren natürlich eure Meinungen, eure Gedanken zu diesen verschiedenen zubereiteten, fast veganen Mahlzeiten. Ich freue mich wieder über regen Austausch unter diesem Video. Ich wünsche euch jetzt noch eine wundervolle, harmonische, entspannte Zeit. Bis bald, ihr Lieben.